Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video des Let's Plays zu Contraband Police. Wir springen jetzt gleich wieder rein in die ganze Geschichte hier. Ich habe noch keinen neuen Tag gestartet. Wollte das jetzt nochmal, ja, dass wir das gemeinsam machen, weil normalerweise, wenn wir den Tag starten, dann fängt dann der Juri meistens irgendwas an zu erzählen an. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen zerhackstückelt, ne? Das möchte ich irgendwie möglichst vermeiden. Deswegen, wir legen uns jetzt nochmal hin, ja, starten den neuen Tag dann jetzt nochmal gemeinsam. Ja, kriege jetzt auch nochmal die Zusammenfassung von dem Tag. Tag 10 ist es schon. Das ging ziemlich schnell. Ja. Soweit erstmal alles ganz gut. Gut. Das ist das, was er uns jetzt mitteilen wollte. Aber ihr versteht ja sicherlich, ne? Wir hatten das ja jetzt schon häufiger gehabt, dass dann zu Beginn irgendwas Neues kommt. Ja, gut. Wir starten jetzt einfach mal hier in den Tag ganz entspannt rein. Da vorne kommt ein Auto. Das sieht so ein bisschen, hat so ein bisschen was von so einem BMW. So. Einen wunderschönen guten Morgen, der werte Herr. Einmal die Dokumente. Vielen Dank. Ich brauche gar nichts sagen, ne? Ich brauche nichts sagen. Die halten mir schon den Ausweis dahin. Weiß man auch wieder nicht, ne? Ist das jetzt ein bisschen auffällig oder? Okay, so. Gucken jetzt einfach mal. Passnummer, das stimmt alles. Gültig für 4. Juni 81. Das sieht auch alles ganz gut aus. Jetzt wollen wir gerade mal gucken. Ja, also der gute Hakim ist von Beruf Journalist. Und auch hier, wir hatten es ja jetzt im letzten Video gehabt, den könnt ihr nochmal ganz kurz hier zeigen. Ja. Also Personen mit ja, folgender Berufung dürfen nicht rein. Künstler, Lehrer, Journalisten. Ja. Also was das Thema angeht, ist das erstmal ja, schon mal durch für den Kollegen. So, aber der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Er hat keinen Frachtprüf. Wir müssen natürlich jetzt nochmal das Auto etwas genauer inspizieren. Denn ich habe hier hinten schon einen defekten Reifen gesehen. Ja, wie man damit fahren kann, ich habe keine Ahnung. Soll auch nicht mein Problem sein. Schaut mal, der steigt doch einfach aus, ohne was zu sagen. Also solche Leute gibt es hier auch auf jeden Fall. Ja. Die kommen rein, halten einem direkt ja, die Dokumente hin, ohne dass man jetzt nochmal blöd fragen muss. Ja. Also eigentlich würde ich ihn ja allein schon, dafür würde ich ihn ja ins Land lassen. Weil er 100-mal... freundlicher und euer entsprechend vorbereitet ist. Im Gegensatz zu allen anderen. So. Okay, gut. Wir haben jetzt festgestellt, ein Reifen ist defekt. Dann fehlen 2 Rückspiegel. Gut, wie man so fahren kann, habe ich auch keine Ahnung. So, gesprungene Scheinwerfer, weiß ich nicht. Muss gleich mal gucken. Fehlende Spiegel. 2. Kann ich einfach mehr auswählen? Ja, 9 Spiegel fehlen. Sehr gut. Fehlende Stoßstange, defekte Karosserie. Wir schauen nochmal gerade eben. So, die Scheibe hat er runtergedreht. Die ist nicht defekt. Aber da, Leute, da ist doch da. Das Stück ist doch kaputt. Also ein Fenster. Das sieht gut aus. Okay. Ganz schnell. Wo ist hier... Autoscheibe ist zerbrochen. So, komm. Ich will das schnell durchbekommen, denn ich möchte gerne diese Aufgabe da entgegennehmen. So. Ja, es tut mir leid. Ich weiß, du bist ein super Typ, aber du kommst hier leider nicht rein. Was haben wir denn hier? Verfolgungsjagd. Einer der Häftlinge ist gerade aus dem Arbeitslager ausgebrochen und flieht in einem gestohlenen Auto. Wirst du uns helfen, ihn aufzuhalten? So, Ziele. Überprüfe die Karte und finde das Fluchtfahrzeug. Halte den Ausbrecher mit allen nötigen Mitteln auf. Na gut, jetzt fährt er da mit so einem VW-Bus. Den haben wir auch. Dafür gibt es 400 Tacken, Leute. So, schnell, komm. Morgen. So, rein da. Tür zu. Motor an. Kurz die Karte checken, da müssen wir hin. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal. Ja, okay, wir haben gerade noch das Ergebnis bekommen von der Prüfung eben. Ja, guten Morgen. Gut, ich gebe zu, das war auch ein bisschen jetzt mein Fehler. Aber, naja.
sowas passiert halt schon mal, ne? Aber ich wundere mich gerade, dass die Scheiben nicht gesprungen sind, aber egal. So, kurz nochmal einen Blick hier drauf. Wir fahren weiter und die nächste rechts. So, hier. Ne? Ja. Moment, hier muss ich noch rein, oder nicht? Ja. Da müssen wir rein. Erst nochmal schön überschlagen. Hervorragend. So, ergreife den Flüchtigen. So. Ich hatte jetzt schon irgendwie die Hoffnung, dass er uns vielleicht direkt in die Arme fährt. Also, in die Arme läuft. In die Motorhaube fährt. So. Ah. Hatte gerade schon gehofft, dass er jetzt rechts da abbiegt. Oh. So. Natürlich die Sirene mal an. Ja, schade. Ich dachte, wir können ihn ja jetzt so ein bisschen fest. Ja, was macht er? Erstmal wieder Messer zücken, sehr gut. Ja, lass mich in Ruhe. Ganz sicher nicht, mein Freund. So. Jetzt kannst du überlegen. Ah, jetzt komme ich da nicht dran, oder was? Wir fahren das Auto nochmal einen Meter nach vorne. Eigentlich wollte ich raus. So. So, Tür auf, Kollege. Nieta, ja. Ist eigentlich noch irgendwas Interessantes hier drin, was wir mitnehmen können? Das Auto ist auf jeden Fall vollgeladen. Aber ich kann es jetzt nicht. So, die Frachtzone ist so weit. Ja, okay, wir sind nicht am Posten, daher. Komm, ich muss mal hier die Sirene ausschalten, die nervt. So. Ja. Das war doch mal jetzt recht entspannt, oder? So, hier ist der Friedhof. Ja. Da hätten wir den Kollegen eigentlich auch direkt abladen können, gerade eben, aber. Lebendig begraben. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass man das vorher hier auch gemacht hat. Hat man keinen Vertrag gehabt mit sowas. So. Das Ganze soll uns gleich $400 einbringen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist natürlich schon ordentlich, ne? Also. Um so einen Typen in so einem VW-Bus hinterher zu fahren. Bin ich hier richtig? Ja, fast. So, an der Kreuzung dann rechts und dann wieder links. So. Wir könnten auch gerade raus und dann rechts fahren, aber. So oder so kommen wir auf jeden Fall zurück. Der Timer läuft, in drei Minuten müssen wir da sein. Ja. Da steht es ja nochmal, ne? Am Grenzübergang warten die Einreisenden, ja. Weil wir sind ja auch die einzige Person, die das machen können. Ja, wir sind die einzige Person, die dazu befugt sind, in der Lage sind, die Leute zu kontrollieren. So, da sind wir aber. So, jetzt erstmal wieder schön ein Auto da reinparken. Auf gut Glück. Nach Gefühl. Ah, da ist die Säule, sehr gut. Ja, guten Tag, Genosse.
Du bist auch nur am Rauchen, wenn ich dich sehe, ne? Nur am Rauchen bist du. Schlimm mit euch, ehrlich. So, Tür schließen. Ja, und jetzt geht der gewohnte Alltag weiter. Muss mal schauen, was haben wir hier eigentlich? Alter des Fahrers 54 und 4 RP. Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wie auch immer. Proszę rado, wszem bude to porядka. Eto prawicieli wszem wariatko. Inny pasta dennaja, madre areać adatiaru. Eta dennaja, menu rabotza adazamiet. Ja. Takow duraja getzlo. Ja, na, gestern noch im Theater gespielt und heute soll er als Hausmeister arbeiten. Ja, mein Freund, ja. Wenn das der Staat so möchte, dann musst du das halt auch machen. Ja. So. Hier erstmal gegenchecken, das sieht alles gut aus. Das Foto. Ja, bitte einmal lächeln. Oh, das sieht gut aus, ne? Ja. So, was hätten wir sonst noch hier? Schön hier mit Rennstreifen. Lackierung. Ja. Alles klar, das sieht soweit ganz gut aus. Mal kurz checken, ob hier noch irgendwas im Motor versteckt wurde. So. Reifen nochmal gegenchecken. Aber auch das Auto macht einen erschreckend guten Eindruck, wie ich finde, ne? Da fehlt's an nichts, würde ich ja mal sagen. So, was ist mit den Scheiben? Ich, ja, kann's kaum glauben. Also für mich sieht das alles ganz gut aus. Stoßstange. Nö, also... Kollege, vorbildlich. Ja, willkommen zurück. Ja. Wünschen wir ebenfalls. So, nächster bitte. So, jetzt mal kurz nachschauen. 54, 4 RP. So, 54. Guten Morgen. Ah, ich mag das, ne? Die machen das Fenster auf und direkt die Dokumente darüber. Ach, ehrlich. So, das passt. Das passt. Das sieht auch gut aus. 23. Mai 81. Einreisegrund Handel. Wo ist denn... Hast du Fracht dabei? Frage ich. 59. So, hast du hier irgendwas drin? Nö. Gut, hier, das ist ja auch nur eine Plane, ne? Also, dahinter sollte normalerweise nichts sein. Also nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie irre, aber denen ist ja alles zuzutrauen. Ne, prinzipiell. So, aber gut, wenn er keine Fracht hat, braucht er natürlich auch keinen Frachtbrief, das ist klar. So, okay. Die Reifen sehen auch gut aus. Jetzt kurz nochmal den Zustand vom Wagen gleich mal inspizieren. Da ist nichts. Ja, auch hier, ne? Würde ich ja sagen, das sieht ja eigentlich alles ganz fresh aus, ne? Das Foto kommt auch hin. So, hier ist mir jetzt nichts aufgefallen. Reifen sind alle intakt. Seitenspiegel sind da. Stoßstange, Fenster sind auch alle. Wobei, Moment mal. Ah, ne, das, okay, sah gerade so aus. Ja. Auch hier, ne? Wobei, muss da hier hinten kein Nummernschild haben, oder? Frage ich mich gerade.
Oder? Also da bin ich mir jetzt nicht... Moment mal gerade, ich kann ja mal eben ein Handbuch... im Handbuch nachschauen. So, was haben wir denn hier? Fahrzeuge, ich muss gerade mal hier durch. Wobei, Moment. Wir gehen erstmal hier. Und dann können wir uns einfach da durch... drücken. Der ist das nicht. Der ist das, ne? Ja gut, aber da finde ich jetzt auch irgendwie nichts dazu, oder? Boah, keine Ahnung. Weißt du was, Junge? Da ich heute einen guten Tag habe, ne? Kommst du mal rein. Guck nicht, wenn das jetzt hier zum Verhängnis wird. Und ich jetzt dadurch $100 verliere. Ah, okay. Jetzt will ich auch gerade mal schauen. Hat der jetzt irgendwas? Ja gut, ich habe fehlende Stoßstangen, habe ich eins gemacht, war dann doch okay. Gut. Naja. Alles klar, wir machen weiter. Also wenn ich jetzt die fehlende Stoßstange nicht angeklickt hätte, dann wäre sie wohl perfekt gewesen, die Prüfung. So, was haben wir hier? Das ist ja schon mal kein Nummernschild, ne? Lass mich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nach hinten gehe, ne? Steht auf der Nummernschalt gleich 4RP drauf. Okay, doch nicht. Guten Tag. Danke sehr. So, dann schauen wir doch erstmal nach. So, Künstler. Kannst du dich schon mal direkt vergessen, mein Freund? So kommst du hier erstmal nicht rein. So, gültig für 6. Juli. Das ist erstmal soweit in Ordnung. Frachtbrief. Er hat viel mehr Gepäck dabei. So, einen Platten hat er schon mal. Doch, es ist auf jeden Fall nötig, das rauszuholen. So, okay. Gut, auch hier natürlich, er kommt jedenfalls nicht rein. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Okay, wir checken das Auto mal ab. Aber hier fehlt doch jetzt die Stoßstange. So, kaputte Reifen habe ich eingezählt. Fehlende Stoßstange. Eins. Und ich habe auch mindestens einen Spiegel gesehen, der fehlt. Hier nämlich. So, ein Reifen. Ja, okay. Achso, wir müssen ihm ja erstmal das Zeug wieder hier einladen. So, Inspektion ist beendet. Nur mal kurz gegenchecken. Also tägliche aktuelle Bestimmung. Reifen, Spiegel, Stoßstange. Verweigern. Tja. Ich habe ja Verständnis dafür, ja, dass sie sich aufregen, aber Regeln sind eben die Regeln. Ja. So. Jetzt habe ich das Gefühl, dass der schon gleich wieder durchballern will mit dem Auto. Also wenn ich das jetzt calle, ne, und der macht das wirklich. Ja, sehr gut. Ja, servus. Ja, bitte einmal die Dokumente. Jetzt erstmal kurz checken, wie alt der ist. 54? Moment mal. Der erzählt die ganze Zeit weiter, ist mir vollkommen egal. Du steigst dich erstmal auf. Aus. So, ja. Erstmal wieder schön die Tür gegen den Schädel. Hervorragend. So, also das Alter passt auf jeden Fall.
Dass wir hier. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr durch, ne? Läuft. Das Alter passt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gründlich nachschauen, ob der Kollege vielleicht irgendwo etwas schmuggelt. Ja, hier, guck mal da. Erzähl das doch irgendwie. Weiß ich nicht. Deinen Freunden, dass du nichts dabei hast. Ja, so. Motorraum ist erstmal soweit gut, aber ihr habt es ja gerade gesehen. Hier, da. Aha, was haben wir da? Ja? Kann ich eigentlich das Geld annehmen und ihn nochmal verhaften? 470 Euro? Nee, das machen wir nicht. Ich habe ja letztens schon einen auf den Deckel bekommen, weil ich das gemacht habe. Die seht das ja hier, ne? Die Kameras sind ja, die laufen ja mit. Und ja. Es fällt natürlich einem schwer da. Es fällt natürlich schwer da irgendwie. Nein sagen zu müssen. So, Kollege, ich habe das Messer in der Hand, ne? Du weißt ja, was das heißt. So. Tja. Gut. Wenn man's so möchte, wir verdienen ja auch mit ihm schon mal 100 Dollar. Ja. Du bist immer noch hier, ne? Du sitzt einfach den ganzen Tag und, ne? Ja. Gut, dafür wirst du ja auch bezahlt. Okay, jetzt ist halt die Frage, ist hier vielleicht noch irgendwo etwas versteckt? Was haben wir denn da? Kann ich das hiermit aufmachen? Tatsächlich. Was ist hiermit? Also... Ich würde mal sagen, es läuft bei uns, Leute. Okay, das jetzt in der Stoßstange. Und da in dem... Ja, aber hier, wie nennt man das? Hinter dem Kühlgitter, wie auch immer. Ja, also ich sag ja, hier gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Okay, ich glaube, wir sind jetzt fertig. Okay, perfekt. Wir sind durch. Können aber noch, wenn wir wollen, noch was anderes anstellen. Vielleicht. Ja. Wollen den Kollegen einfach mal so eine Tüte Kokain geben? Nein, Quatsch. So, was haben wir hier, Leute? Wir haben das Lager rappellvoll, ne? Wir müssen eigentlich mal ein bisschen was wegbringen. Ist die Frage. Ist die Frage. Warte mal eben. Wenn ich jetzt hier eine Erweiterung fürs Lager kaufe. Da. Also ich kann wahrscheinlich nicht mehr tragen, ne? Achso, wir haben jetzt hier ein zweites. Okay, alles klar. Ja. Was ist das? Achso, das Fahrzeug, okay. Ja, ich weiß halt nicht, sollen wir einfach mal die Gelegenheit nutzen, um zur Polizeistation zu fahren? Ich hab halt ein bisschen Bammel, dass wir das Auto jetzt vollladen und uns irgendwelche Chaoten auf dem Weg gleich angreifen und einfach mal die komplette Ladung mitnehmen. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, das Auto... Achso, da ist ja noch wer. Achso, der sitzt die ganze Zeit da, der Kollege. Ah, Moment mal. Wir machen jetzt was ganz anderes. Wir machen jetzt erstmal die Erweiterung für unser Gefängnis. So, 900. Jetzt haben wir nämlich Kapazität 5. Und dann können wir den Kollegen da
der da hier schon seit ein paar Stunden da drin sitzt. Den können wir dann auch mal abladen. So, ins Gefängnis. So, was wollte ich jetzt? Ach so. Ja. Eigentlich wollte ich das Auto beladen. Warum ich da jetzt wieder zurücklaufe, ich habe keine Ahnung. Oh, dafür müssen wir das Auto aber ein klein wenig nach vorne fahren erstmal. Boah, diese Mücken, ne? Ja, gut. So viel können wir in das Auto ja auch wiederum nicht laden. Aber wir können ja noch hier ein bisschen was an Waffen da lassen, was wir nicht brauchen. So, tägliche Kosten, alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, dann fahren wir jetzt gleich mal mit dieser Ladung, fahren wir mal rüber. Achso, nee, Quatsch. So, was vom Radio? Danke. Hier müssen wir eigentlich immer nur noch der Hauptstraße folgen. Und wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass wir gleich angegriffen werden. Wir sind im Minus, sehe ich gerade da oben. Okay. Ist auch nur eine Kassette, die da immer drin läuft, ne? Das war so klar, das war so klar! Leute, lasst euch irgendwas anderes einfallen. Ich war gespannt. Okay, wir sind ja jetzt da. Schnell da rein. Servus. So. Guten Tag. 516. Aber ich habe jetzt auch alles hier weg, oder was? Ja. Das packen wir wieder rüber. Okay. Jetzt sind wir wieder ein klein wenig im Plus. Ach nice. Aber ganz kurz abgehoben und dann schon komplett die Kontrolle verloren. So. Aber was ich noch sagen wollte, ich meine mich zu erinnern, dass ich gerade irgendwie zwei Personen gesehen habe, die uns angegriffen haben. Also wenn es jetzt, wenn die noch da sein sollten, da ist noch der Totenkopf, dann würde ich auch einfach mal sagen, dann steigen wir gleich mal aus. Oh, das sind mehr. Okay, das sind vier. Müssen wir auf jeden Fall später noch das Maschinengewehr. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, schau mal hier.
Inzwischen läuft das richtig gut hier mit dem Einparken. So, du müsstest vielleicht nochmal das Auto reparieren. Möchte er ungern irgendwie ihn beim Rauchen stören, ne? Seiner Lieblingsbeschäftigung, by the way. So. Ja. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt wieder hin und starten dann einfach mal den nächsten Tag. Oder? Auch hier würde ich natürlich jetzt wieder die Gelegenheit nutzen, denn wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Auch hier, ich muss mich, ja, nochmal ein klein wenig, ja, regenerieren. Meine Stimme muss es zumindest. Deswegen, wie gesagt, möchte ich gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, hier eine Pause zu machen. Im nächsten Video machen wir natürlich hier an der gleichen Stelle weiter. Dann gehen wir wieder gemeinsam in den nächsten Tag rein und schauen einfach mal, ob da vielleicht, weiß ich nicht, neue Bestimmungen oder sowas reinkommen, auf die wir noch achten müssen. Keine Ahnung, wir werden es auf jeden Fall sehen. Wenn es euch gefallen haben sollte, ihr wisst ja, gerne Like und Abo dalassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das war's jetzt von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.